Hallo und herzlich willkommen, liebe Kampfsport-Konnoisseure, zu Gameplan Ausgabe Nummer 42. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, aber ich freue mich nicht alleine, denn neben mir sitzt der Mann, der zwar aussieht wie Popeye, aber sein Spinat lieber raucht. Sayonara sagt mir in Bayern. Nee, Konnichiwa sagt, ne? Irgendwie sowas. Hi, hallo. Servus, Pfirti, Grässänger. So. Also, wie ihr wisst, müssen wir immer erstmal in die Vergangenheit schauen, ehe wir uns der Action des kommenden Wochenendes zuwenden können. Darum hier der Tippzettel der letzten Woche. Wir haben predicted Barrio versus Azaita. Azaita via Punktentscheid. Dem war nicht so. Barrio finished Azaita spät via K.O. TKO und holt sich den Sieg. Miocic versus Ngannou im Main Event von UFC 260. Da hatten wir Miocic vorne via Punktentscheid, aber Ngannou holt sich in der zweiten Runde das K.O. und den Gürtel im Schwergewicht. Tierney versus Connelly bei Bare Knuckle Boxing. Na, hatten wir nicht ganz richtig. Wir hatten Tierney via K.O. TKO vermerkt, aber es wurde dann doch ein Punktsieg für den Engländer. Raoul, das soll es gewesen sein mit dem Schnee von gestern. Wir blicken nach vorne und freuen uns auf Jarrah Al-Silawi gegen Ismail Naoudiev, Issa Isakov gegen Mohamed Grabinski, beides bei Brave CF 50 und dann bei Bellator 255 das Rematch Patricio Pitbull gegen Emmanuel Sanchez. Und jetzt geht's los. Bei seinem Debüt bei Brave CF kämpft der Austrian Wonderboy Ismail Naoudiev gleich mal um den Titel. Im Super-Weltergewicht trifft er auf den Champion Jarrah Al-Silawi. Und Raoul, Super-Weltergewicht, da muss ich erstmal fragen, ist das was, was du feierst? Weil manche sagen ja, wir brauchen mehr Gewichtsklassen im MMA, so wie es es auch im Boxen schon gibt, damit einfach Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben, wirklich so tief Weight zu cutten, irgendwo dann ihren Platz finden? Also ich finde es nicht gut, wie es momentan ist, aber ich finde es auch nicht gut, es zu sehr zu verwässern. Also man muss gucken, was etabliert ist. Und was Sinn machen würde, wenn wir die kleinen Gewichtsklassen anschauen, dann machen wir 10er-Schritte. 1,25, 1,35, 1,45, 1,55. Und dann auf einmal machen wir einen 15-Pfund-Sprung. Von 1,55 auf 1,70. Warum? Pack eine 1,65-Klasse rein, pack eine 1,75-Klasse ein, weil zwischen 170 und 185, warum schon wieder 15 Pfund sind viel. Ja. 10, das geht so. In 10er Schritten, das macht auch irgendwo Sinn. Und dann zwischen 1,85 und 2,05 ist wieder halt ein Riesensprung. So, das macht nicht so viel Sinn. Also was ich glaube, was Sinn machen würde, wäre 1,65 und 1,75. Das würde so ein paar Kämpfern, die so zwischen diesen beiden Gewichtsklassen so Schwierigkeiten haben, sich einzuordnen, helfen. Und mit zwei neuen Gewichtsklassen, denke ich, wäre es trotz allem noch überschaubar. Aber wir haben ja zum Beispiel im Boxen, haben wir ja alle 2,5 Pfund oder so. Ja. Wie viele Boxweltmeister kennst du? Nur die Schwergewichte. Die Schwergewichte und vielleicht noch irgendwie Lomachenko und Canelo. Lopez. Ja, genau, sowas. Und dann ist vorbei. So. Ja. Unsere Champions haben viel mehr Marketability, wenn wir den Raum der Gewichtsklassen klein halten. Ja. Und jetzt in diesem Zug, auf diese, sind wir ehrlich, alles, was nicht in der UFC und ONE Championship Bellator etabliert ist, spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Und dementsprechend finde ich es ein bisschen sinnlos, aber es ist gut für die Jungs, wenn sie in einem Gewicht kämpfen können, wo sie bequem sind. Ja, ist ein spannendes Thema. Der Kampf, wie gesagt, im Super-Weltergewicht. Und wir wollen gleich auch mal auf den Champion schauen, auf Jarrah Al-Silawi, der eine Bilanz von 15 Siegen zu 3 Niederlagen hat, 28 Jahre alt ist, aus dem Jordan kommt, 1,80 ist er groß und 33% hat er zu stehen, sowohl bei K.O., TKO-Quote, Submissions und Decisions. Und 33% überall, Raoul, ich glaube, mehr Allrounder geht nicht. Oder? Ja, ist wunderschön. Er sagt viel über den Kämpfer aus. Auch wenn ich finde, dass dass der Schein so ein bisschen trügt. Er ist zwar gut überall, einiges davon ist aber auch eher defensivlastig. Wenn ich die Kämpfe mir so anschaue, beziehungsweise wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich so von ihm gesehen habe, ist er eigentlich jemand, der gerne im Stand bleibt, aber sich überall zu helfen weiß.
Jetzt hat er von diesen 5 Submission-Siegen 3 via Kimura geholt. Ist das so eine Spezialität von Al-Silawi, auf die der Austrian Wonderboy ganz besonders aufpassen muss? Also, das ist nichts, was er, wo er gezielt darauf hinsteuert, aber durchaus die Situation erkennt, wenn sie sich ergibt. Ich denke, jeder hat am Boden seine Go-To-Submissions, natürlich. Ich denke aber, dass das in diesem Kampf keine große Rolle spielen wird. Al-Silawi ist ja schon eine Weile dabei bei Brave, ja, seit 2016 in der Promotion, hat dort auch nur einmal verloren. Diese Niederlage hat er auch gerecht. Nawdiev hingegen war bei ACB, war bei der UFC in puncto Konkurrenz, also Gegner, Qualität der Gegner. Wer hat da die Nase vorn? Ich will, also klar, jetzt denkt man erstmal, UFC, das ist das goldene Ding. Und das ist auch natürlich so, wenn du in der UFC bist, dann bist du unter der. Aber die Leute, die Ismael dort gekämpft hat, sind relativ auf dem ähnlichen Stand gewesen. So, das sind auch gerade Jungs, die gerade reingerutscht sind oder irgendwo gecruised haben. Deshalb glaube ich, dass es vom Niveau her relativ gleich auf ist. Ja. Wir wollen euch mal einen Eindruck verschaffen vom Niveau Ismael Nawdiyevs und deswegen haben wir mal ein paar Kampfszenen für euch vorbereitet von seinem letzten Kampf auf deutschem Boden bei EMC5 gegen den Polen Timoteusz Lopaczyk. Falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe, bitte ich das zu entschuldigen. Der Kampf war gut, ging gut los mit schönen Schlagabtäuschen beider Kämpfer. Aber dann Nawdiyev, Veteran Move, hat den Takedown immer wieder gesucht und auch gefunden, konnte sein Gegenüber in jeder Runde mindestens einmal zu Boden bringen und dort dominieren und hat sich folgerichtig den verdienten Punktsieg gesichert. Raoul, wenn wir uns diese Bilder angucken, was verrät uns das über die Qualitäten von Ismael Nawdiyev? Die Bilder per se würde ich sagen gar nichts. Grundsätzlich ist Nawdiyev aber ein sehr starker, kompletter Kämpfer. Hat ein wunderbares Kickboxen. Auf den ersten Blick, wenn man ihn so anguckt, wenn man so Highlight-Videos oder so von ihm guckt, dann meint man eigentlich, er ist so der absolute Super-Kickboxer, was er ja auch ist, aber hat halt auch einen Ringer-Background. Und das ist so das, womit viele Leute, glaube ich, gar nicht rechnen. So, dass er durchaus ein fähiger Ringer ist. Also ein moderner MMA-Kämpfer, wie er sein sollte, und das schlägt sich natürlich auch auf die Bilanz aus, nieder. 20 zu 4 ist der Kampfrekord, 24 Jahre alt, 1,78 groß, 1,88 die Reichweite, KO-TKO-Quote 55%. Raoul Silawi, ja eher ein Striker. Nawdiyev kann beides. Sehen wir hier das klassische Duell Striker versus Grappler oder wird es dann doch eher Striker versus Striker? Ich glaube, das also ist nur eine Einschätzung. Ich denke mal, dass es anfangs relativ Kickbox-lastig wird. Und meine Einschätzung wäre, dass Nawdiyev ab Runde 2 immer wieder die Gefahr der Takedowns mit reinbringt. Aber er darf sich da nicht drauf versteifen. Im letzten Kampf, den ich von Silawi gesehen habe, war er sehr gut auf die Takedown-Attempts von seinem Gegner eingestellt und konnte die dann ab Hälfte der Runde 2 auch wirklich gut stopfen. Ich glaube aber, dass es ein Match auf Augenhöhe ist und bin gespannt, was passiert. Ja, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns aber auch auf unsere erste Expertenmeinung in dieser Show. Er kämpft zwar nicht im Super-Weltergewicht, aber er ist ein Super-Weltergewicht. Adrian Zeitnah mit seiner Prediction. Im Main Event von Brave FC haben wir einen unglaublich spannenden Titelkampf im Superweltergewicht. Auf der einen Seite den sehr, sehr Brave FC erfahrenen Chara Al-Silawi, der in letzter Zeit 9 Kämpfe bei Brave bestritten hat, 8 davon gewinnen konnte. Krönender Abschluss dieser Siegeszuges war sicher der Sieg über Abdul Abduragimov, einen absoluten Weltklasse-Mann, vor allem im Ring und am Boden. Auf der anderen Seite, in Deutschland braucht er vermutlich keine große Introduction mehr, Ismail Nawadiev, der Austrian Wonderboy, ein in der Zwischenzeit auch sehr, sehr UFC-erfahrener Mann, der unter anderem bewiesen hat, dass er mit Leuten wie Sean Brady, der kurz davor ist, in die Top 10 der Weltrangliste einzudringen, hervorragend mitkämpfen kann.
der jetzt bei EMC gezeigt hat, dass er wieder da ist, dass er auch auf regionalem Boden wieder punkten will. Und ja, ein sehr spannendes Matchup. Ich persönlich würde Nawardiev leicht vorne sehen. Ich glaube, sein Ringen kombiniert mit dem Striking ist etwas gefährlicher als das, was als Silavi bisher gesehen hat. Aber Asilavi hat eine hervorragende Takedown-Defense, sehr, sehr bestrafendes Striking, wenn er einen Takedown abgewehrt hat. Ich tippe auf Nawardiev, aber es wird ein harter und vielleicht auch recht knapper Kampf. Das war Adrian Zeitner mit seiner Prediction zum Kampf. Vielen Dank an dieser Stelle und beste Grüße nach Mainz, Raoul. Adrian sieht Nawardiev vorne. Ja. Du auch? Ja, ich schließe mich da komplett dem Adrian an. Ich glaube, es wird ein knapper, harter Kampf. Sehe aber Nawardiev trotzdem vorne. Wie genau? Überpunkte. Überpunkte. Dann halten wir das so fest, machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da. Wir sprechen über ein weiteres Debüt bei Brave CF50, in diesem Fall von dem Düsseldorfer Mohamed Grabinski, der dort im Superleichtgewicht auf Issa Isakov trifft, den Belgier, der auch erst seinen zweiten Kampf in der Promotion macht. Raoul Grabinski, nach seinen Auftritten bei EFM und M1 endlich wieder international unterwegs, wo er auch hingehört? Ja. Ja? Ja, ist ein Veteran der deutschen Szene und ein echt abgewichster Hund, was den MMA-Sport angeht. Warum nicht? Ja, jetzt möchte er sich also bei Brave beweisen und muss da gleich mal an Issa Isakov vorbei. Dessen Statistik liest sich so: 6 zu 1 die Profibilanz, 32 Jahre alt, 1,75 groß und schwere Hände hat der Mann. 66% seiner Siege gab es via K.O. TKO. Raoul, Issa Isakov, eine Niederlage hat er zu stehen. Die gab es sogar auf deutschem Boden in Düsseldorf. Bei Wheel of MMA 52 gegen den Georgier Levan Vorhersage schon. Schokeli. Ja. Aber schlechtes Omen, ja? Ja, schlecht so viel. Aber alle, die ihn jetzt hierzulande noch nicht so kennen, was muss man über ihn wissen? Dass der Mann ungefähr eine ewig lange Amateurkarriere hatte und dass diese 6-1, Ja. 6-1 auf dem Profipapier, Die wenn man das so trügt. sieht, ja, die betrügt so. Man Ja. denkt so, warum kämpft der Grabinski gegen jemanden mit 7 Kämpfen? Aber der Typ hat halt irgendwie, weiß nicht, 20 Amateurkämpfe Ja. oder sowas. Das ist schon krass. 32 Jahre alt. 2019 hat er erst den Sprung zu den Profis gewagt, dann aber auch 5 Kämpfe in einem Jahr gemacht. Ja. Wie schätzt du diese Entscheidung ein, so lange als Amateur zu kämpfen und warum sollte man das überhaupt tun? Also Amateurkarriere finde ich gut, lange Amateurkarriere finde ich besser, aber 32 ist vielleicht ein bisschen spät. Wenn er so aktiv bleibt, wie er es bisher war, dann okay. Dann, ich meine, es ist nie zu spät, manche Leute blühen spät. Aber ja, ist natürlich unorthodox, würde ich sagen. Jetzt haben wir gesehen, 66% seiner Siege gab es via K.O. TKO. Was kannst du uns aber noch über den Stil von Issa Isakov verraten, außer dass er halt die Knockout-Power hat? Ja, also ich meine, der kann schon, hat im Stand schon einen ordentlichen Bums, der kommt zum Kämpfen, kann aber durchaus Takedowns verteidigen. Ich finde, der ist overall ein relativ runder Typ. Ich meine, dass er körperliche Nachteile hat im Vergleich zu Grabinski. Und eigentlich halt ein wirklich kompletter Mann eigentlich. Also das ist nichts, was er nicht könnte. Würde nie irgendwo einen Finger drauf zeigen und sagen, ah ja, da erwischt ihn. Also, Hat sich gelohnt, die lange Amateurkarriere einfach. eine Herausforderung für Mohamed Grabinski bei seinem ersten Arbeitstag bei Brave CF50. Also, dessen Statistik wollen wir euch aber nicht vorenthalten. 20 zu 6 die Bilanz, 29 Jahre jung, 1,82 groß, hier also 7 cm größer als Isakov. Du hast es erwähnt, Raoul, leichte körperliche Vorteile. K.O. TKO-Quote 55%, Submissions 20, 25% der Siege gingen über die Punktentscheide aus.
Raoul, jetzt haben wir es gesagt, der Isakov hat eine ordentliche Amateurkarriere, aber Mohamed Grabinski ganze 19 Profikämpfe mehr. Meinst du, das ist ein Vorteil in Sachen Erfahrung oder gleicht sich das durch die Amateurkarriere Isakovs eigentlich wieder aus? Ich glaube, das ist relativ ähnlich. Ich müsste aber na nachschauen, was für Regelwerke das im Amateurbereich waren, weil da das variiert ja. Wenn du also 10 Shooto-Amateurkämpfe in Deutschland, wo du nur grappelst am Boden, jetzt mittlerweile mit Schlägen zum Körper am Boden, aber damals zum Beispiel hast du nur gegrappelt und im Stand war es halt dann im Endeffekt Muay Thai Rules. Ja, das macht dann natürlich schon einen Unterschied, weil reines Grappling am Boden und Grappling mit Schlägen am Boden ist eine ganz andere Welt. Dementsprechend, je nach Regelwerk, dürfte das ein ausgeglichen sein. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Grabinski, ein abgewichster Hund, also Ja, einer, der im Cage mit allen Wassern schon gewaschen wurde. Was kannst du uns denn über den Stil von Grabinski sagen und wie könnte vielleicht der Gameplan aussehen gegen Isakov? Mohamed Grabinski profitiert halt natürlich von seinem Mentor, von Nordin Asri. Und die Jungs beim Pride Gym, die wissen einfach, was sie tun. Die sind immer vorbereitet, immer perfekt auf ihre Gegner vorbereitet. Der Grabinski, finde ich, ist sehr wandelbar, auch in seinem Approach an die Kämpfe. Wir haben es in seinen letzten Kämpfen gesehen, der kann Leute einfach schlafen schicken mit seinen Händen. Und wenn er gegen einen gesegneten Striker wie Mohamed Trawelsi kämpft, kann er den halt einfach am Boden komplett dominieren und ausringen. Also, er ist einfach ein super erfahrener, kompletter Kämpfer und noch von dem, was ich gesehen habe, ich möchte niemandem auf die Füße treten. Der hat sehr lang im Leichtgewicht gekämpft. Ich weiß nicht, ob er das immer noch tut oder ob das jetzt Super mit dem Leichtgewicht. Superleichtgewicht, ob das halt jetzt 75 Kilo. dauerhaft sein Plan ist. Also im Leichtgewicht, das ist ein richtiger Brocken, finde ich. Er geht schon auf, wenn er nicht kämpft, so wie ich ihn beobachtet habe. Und das schlägt sich natürlich dann schon auch nieder, wenn du das Gewicht tragen musst von jemandem, der so extrem Weight cutten kann. Wir sind gespannt, wie sich das Gewicht auf die Leistung auswirken wird. Wir haben jetzt aber erstmal eine Expertenmeinung zu diesem Kampf, in diesem Fall von einem Teammitglied von Mohamed Grabinski, Felix Schiffert, mit seiner Prediction. Jo Leute, Felix Schiffert hier. Also, der Kampf zwischen Mohamed Grabinski und Isa Isakov bei Brave jetzt morgen am Donnerstag. Also, der Isa ist ja ein Background-Ringer, aber also auch ein sehr starker Allround-Kämpfer. Deswegen denke ich, sein Gameplan wird sein, oben ein bisschen knallen und den dann runterzuholen, zu dominieren. Aber das wird nicht machbar sein mit dem Mo. Also ich gehe davon aus, dass der Mo gewinnen wird, weil der Mo auch ein Allround-Talent ist. Kommt ja aus dem Pride Gym, der Trainer Nordin Asri. Sprich, sowieso Stand, braucht er sich vor keinem zu verstecken. Aber der hat halt auch sehr viel an seinem Ringen gearbeitet, an seinem Bodenkampf gearbeitet. Und deswegen werde ich davon, oder gehe ich davon aus, dass er entweder durch TKO gewinnen wird oder die Sache durch Punkte nach Hause holt. Und ja, der Mo war noch nie in dieser Form. Ist in der Form seines Lebens und ja, Team Grabinski. Wunderbar, vielen Dank Felix Schiffert für diese Prediction und an dieser Stelle auch nochmal ganz offiziell Glückwunsch zur frisch bestandenen Brandmeisterausbildung. Raoul, Felix sagt TKO oder Decision für Grabinski. Was sagst du? Schließe ich mich an. Ich glaube, dass es ein Decision-Ding wird. Grabinski kann definitiv finishen. Aber ich glaube nicht, dass der Isa da wirklich Land sehen wird. Ja, aber über einen Punktsieg beim Brave-Debüt, da würde er sich bestimmt nicht beschweren. In dem Sinne halten wir das so fest, machen eine kurze Pause und sind dann gleich mit Bellator 255 Pitbull versus Sanchez 2 wieder für euch da. Du bekommst vom Boxen nicht genug? Dann wird es Zeit für Toe-to-Toe, den Boxtalk aus dem Mariposa Boxing Club. Roman Horschig und Tim Yilmaz analysieren und beleuchten die Sweet Science mit Gästen und jeder Menge Meinung. Toe to Toe, der Fight24 Talk aus dem Mariposa Boxing Club.
Jede Woche bei Fight24. Das Federgewichtsturnier bei Bellator findet ein Ende. Im Finale kommt es zu einem Rematch zwischen Patricio Pitbull und Emmanuel Sanchez Raul. Für alle, die den ersten Kampf zwischen den beiden nicht gesehen haben, wie ist der ausgegangen? Das war eine Punktentscheidung für Patricio Pitbull. Ein guter Kampf overall. Emmanuel Sanchez ist ein echter Haudegen. Großartiges Muay Thai. Also war ein Hinkampf, der Lust auf mehr macht. Wir haben aber jetzt erstmal Lust, euch die Statistik von Patricio Pitbull zu zeigen. Ein echter Veteran. 31 Siege stehen 4 Niederlagen gegenüber. 33 Jahre ist der Brasilianer alt. 1,68 groß, 1,66 die Reichweite. Ein Allrounder. K.O.-TKO-Quote 35%. Submissions auch. Decisions 30. Zuletzt gab es 6 Siege in Folge. Raul, die Bilanz 31-4, die lügt nicht. Pitbull war auch schon mal Double Champ, hat ja auch im Lightweight gegen Michael Chandler gewonnen und sich dort den Gürtel geholt. Das alles spricht natürlich für die Qualität des Brasilianers. Aber ganz konkret, was macht Patricio Pitbull so gut? Boah, wo kann man da anfangen, wo kann man da aufhören? Also ich finde, dass Patricio eine Art Counter-Striker ist, die so ein bisschen mit der Brechstange ins Haus, also kontern mit Brechstange im Endeffekt. Hat in der Regel die Ringmitte, wartet darauf, dass seine Gegner anfangen zu engagen und setzt kurze, knappe Trümmerkombinationen. Meistens sind das so ein, zwei Dinger, die er zusammensetzt. Zusammen hat aber natürlich ein großartiges Ground Game auch, ist da auch sehr, sehr versiert, was sein Jiu-Jitsu-Game angeht. Echte Nehmerqualität, kann auch was fressen. Patricio, der Pitbull, der Name kommt nicht irgendwo her. Nicht von ungefähr. Jetzt wollen wir mal auf den Hinkampf zu sprechen kommen. Was genau hat Patricio Pitbull in diesem Hinkampf besser gemacht als Emmanuel Sanchez? Also zum einen ging es da extrem viel um die Käfigkontrolle. Pitbull hat den Kampf aus der Mitte rausgeführt. Und Emmanuel Sanchez war relativ ratlos mit seinen Engages. Wenn er angefangen hat anzugreifen, stand Pitbull ready da. Der hat so eine ganz komische Boxerhaltung, Kinn oben, Hand auf der Brust, als würde er irgendwie boxen aus den 1900ern. Diese klassischen Bilder, wo die Typen so dastehen, so ungefähr kämpft Patricio. Aber im Endeffekt hat er ihn einfach selbst in der Distanz, in der Emmanuel Sanchez eigentlich glänzt im Muay Thai, selbst da hat er ihn mehr oder weniger geschlagen und hat die Situation auch perfekt genutzt, um da abzuringen und ja, war eine Pitbull-Show. Jetzt will Sanchez aber nochmal wissen und wir wollen mal wissen, wie die Bilanz von Emmanuel Sanchez aussieht. 20-4 liest sich der Kampfrekord, 30 Jahre alt, 1,75 groß, 1,78 die Reichweite, also auf dem Papier körperlich überlegen. Submission-lastig mit 40%. Raul, welche Schwächen hat denn Pitbull, die Sanchez ausnutzen könnte, um dann jetzt im Rückkampf siegreich zu sein? Schwächen bei so einem Veteran, ich denke, dass es zum einen immer tagesformabhängig, zum anderen sehe ich persönlich keinen Weg, dass Emmanuel Sanchez ihn schlagen wird. Ich glaube, dass der Skillunterschied zwischen Patricio und Emmanuel nicht Dimensionen auseinander ist, aber immer noch so groß, dass ich nicht glaube, dass Emmanuel Sanchez ihn entthronen wird. Dann also machen wir es offiziell. Was ist deine offizielle Prediction? Ich gehe davon aus, dass Patricio das Ding ein zweites Mal über Punkte nach Hause fährt. Wunderbar. Einstimmig. Dann haben wir 3 Kämpfe predicted und wir blicken noch einmal auf unseren Tippzettel der heutigen Sendung, den du, Raul, bitte nochmal zusammenfest. Al-Silawi gegen Naudiev. Wir sind uns alle einig. Naudiev holt den Entscheidungssieg. Grabinski gegen Isakov. Auch hier sagen wir und die Jungs vom Schlagwort, dass es eine Decision wird. Die Community geht da natürlich mit. Und bei Pitbull gegen Sanchez sage ich, dass es eine Entscheidung wird. Die Jungs vom Schlagwort K.O., T.K.O. und die Community sagt ebenfalls Pitbull. Wir werden sehen, was es wird.
Wunderbar. Zu sehen gibt es Brave CF 50 bei den Kollegen von fighting.de mit der passenden YouTube-Kanalmitgliedschaft oder bei uns bei fight24.tv im Pay-per-View. Das Ganze gibt es am morgigen Tag ab 16.30 Uhr. Bellator 255 seht ihr ganz bequem auf dem YouTube-Kanal von Bellator am 3.4. ab 4 Uhr. Raoul, tolle Sendung. Ich freue mich auf die Kämpfe. Ein Küsschen. Wunderbar. Wunderbar. Ein Küsschen auch für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen beim Gameplan. Wie immer donnerstags dann 20 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal von Fight24. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. In diesem Sinne, sportfrei. Das war's mit dem Gameplan für diese Woche. Wer aber noch nicht genug vom Kampfsport hat, der abonniert zunächst einmal unseren Kanal, ganz wichtig, nicht vergessen, und zieht sich danach dieses Schmankerl hier rein. Fight24.tv, Home of True Warriors.